Apropos. Denkt ans Heal Kit und so. Da was? Heal Kit zum Heilen, was du das letzte Mal vergessen hast. Hab ich doch da. Ja. Seien sie alle. Das war die letzte Runde, also die vorletzte Runde. Wie macht man nochmal? Wie gebe ich dem nochmal Eigenschaften? Okay, ich hab's gefunden. So, jetzt nochmal so eine schöne Runde. Naja, ruh dich nur auf die Mithilfe deiner Leute aus, du. Alles gut gemacht. Hätte mir auch hochheben können. Nee, alles gut gemacht. Nein, lief doch gut. Wird mit einer doppelläufigen Schrotflinte ins Gesicht reinspringt. Der ist halt wirklich um die Ecke gesprungen. Bäm, ich habe ihm noch einen Schuss mitgegeben. Ja. Und trotzdem hieß es, sag goodbye zum Geweih. Ah, dieser. Ich hab's gehört, dass da hinter mir, wo ihr schon weiter vor wart, da habe ich gehört, dass hinter mir irgendein Pferd aufgewehrt hat. Dann wusste ich, dass da jetzt irgendwelche so eine Truppe ankommt. Da muss ich irgendwie den Rücken frei haben. Deswegen habe ich mich halt einfach an die Wand gesetzt. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die zwei, die ja um die Ecke kommen, direkt. Die direkt sterben. Die Armen. Was könnte ich denn noch nehmen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Platzpatronen vom okay. Notarzt reduziert die Verbindung. Ah, das ist ganz cool. Noch 5 Punkte, die will ich auch irgendwie ausgeben. Was ist Kanalisierung? Verbessert deine Gesundheit, indem du einen Hinweis. So. Ihr müsstest doch, glaube ich, oder du, Halef, du müsstest doch, glaube ich, ich bin alles. Du müsstest doch dieses Nekromant-Zeug sein. Da kannst du doch jemanden aufheben auf die Distanz. Jetzt schon, ja. Warum? Hast du das noch nie gemacht? Klar, habe ich andauernd gemacht. Vom Weiten, ja? Hast du uns aufgehoben? Wie wär's, wenn du einfach mal weniger stirbst? Hast du gemacht, ja? Ich habe mir die Fähigkeit eben gerade erst kaufen können. Die hier war doch auf Level 1. Level 1. Das verstehe ich, aber du musst ja auch dein Rang muss ja hoch genug sein, um das zu können, ne? Ja, aber ich hole mir das doch nicht immer mit. Ich gehe ja nicht immer davon aus, dass meine Mates immer im Dreck liegen. Doch. Eigentlich gehe ich davon aus, dass ich der Schlechteste bin und gecarried werde. Kann ich doch nicht ahnen, dass du es andersrum planst. Ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich so gefunden habe. Rexer, guten Abend. Robby, gute Nacht. Und Tini, gute Nacht. Und Schakal, guten Abend. Oder Schakal, so rum. Schakal, das ist ein ganz gutes PvE-Game. Ich muss das aber auch ganz ehrlich sagen, das schreiben aber auch ganz viele in die Kommentare, das Beste, was es bis jetzt auf dem Markt gibt. In dieser Mischung. Hab auch einem Reader-Freund von mir das gezeigt, beziehungsweise immer mal ein bisschen gequatscht. Er hat ja selber auch immer geguckt. Und jetzt hat er sich mal gegönnt und ein paar Runden haben wir gespielt und hat er auch gesagt, ja, also ist jetzt für ihn nicht der Dauerbrenner, so wie für mich, aber er sagte, ja, so zwischendurch kann man immer mal so ein paar Runden schmeißen. Also das fetzt schon. Also ich weiß nicht, ob ich das rund um die Uhr zocken kann, weil irgendwann ist die Konzentration ja auch irgendwann weg. Konzentration. Konzentration ist dann. Oh, Boobs! Oh, wir haben endlich mal ein normales Web. Oh, stimmt. Antidot. Was für ein Ding? Gegen Gift. Hab ich das? Nee. Bald, ja. 6, bald. Sombolzen vor uns. Sombolzerin, sorry. Muss man jetzt eigentlich bei Zombies auch aufhören? Was?
Geht ihr mal dahin? Ich geh mal Ärger suchen. Muss man bei Zombies jetzt auch auf sowas achten? Auf was? Zombie und Zombierin? Und gibt's auch Zombie-Diverse? Alles divers. Haben ihr Geschlecht abgelegt, indem sie gestorben sind. Ah, da würde ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Benny. Gerade kam ein Schuss aus 300. Kommt bald die Zombie-Gewerkschaft und haut dir eins auf die Finger. Schon wieder Schüsse, diesmal aus 25 Südwesten. Hi, du. Alter Schwede, bist du hässlich, ey. Du kommst auch so langsam auf mich zugelatscht, ey. Ich dachte, ihr habt den hin schon. Den wem? Hängen Arsch im Zwirn. Ich musste mich gerade erstmal gegen so einen scheiß Stacheldraht-Zombie verteidigen. Oh, die sind nervig. So. Hinweis gesammelt. Also, Schüsse aus Süden, Südwesten und Schüsse aus Westen, Nordwesten. Hier oben liegt super viel Geld. Dreimal lag hier Geld. Hier ist eine blöde Lady. Oh, hier sind Aufwertungspunkte, wenn jemand möchte. Dex, willst du? Kein Bock zurückzukommen. Gut. Ich schon. Tschüss, Dex. Ja. Kannst auch einmal oben abgehen, da sind noch mal drei Geldsäcke. Haha! Der faule Sack, der mag das mit den Säcken. Geld ist Geld. Eigentlich bin ich ja der faule Sack, der nicht darüber möchte. Oh, hier ist ein Waffenputz-Set. Jetzt jemand seine... das Geld lasse ich jetzt liegen. Ich komme und dann gehen wir weiter. Ihr könnt ja schon mal vorlaufen. Ich hole euch schon ein. Möchtest du Waffe putzen? Möchtest du dein Rohr reinigen, Dex? Nee. Polieren? Es ist immer so gut, wenn es stinkt. Guck mal, hier vorne ist ein Weibchen. Da, hallo. Hier ist ein Schuss. Oh, ja. Kannst du dein Rohr putzen? Na, ja, die Flinte einölen. Falls irgendwo jemand ein Medikit sieht, ja, sag mal Bescheid. Nee. Gut, dann nicht, dann schieße ich dir halt in den Rücken. Du schießt mir den Hund? In den Rücken. Kann man bei Dex, Rücken Hund wann hast du das letzte Mal geschlafen? Lange her. Warum? Ja, nur so. Müde. Warum? Sieht man das? Ich krieg schon wieder Nachrichten. Man hört das sabbern, weil die Lippe so runterhängt. Was hast du gesagt? Das sind gar nichts. Ich hab gedacht, das ist das Alter, aber... Halif? Hier wurde aus dem Gebiet wurde geschossen. Also ein bisschen... Obacht. Da will ich doch hoffen. Schöne Ecke, die ich hier habe eigentlich. Ich kann ganz gut sehen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich hab was gehört. Yes. Hier, über dir ist eine Lady. Na, leider nicht unter mir. Ich geh mal nächsten Hinweis sammeln. Ja, also ich sehe nichts. Ich habe dich zwar nicht ganz im Visier, aber ich kann gucken, was hier ist. Ich wäre voll. Sehr ich sehe keine Bewegung außer die Lady. Die Lady ist eigentlich ganz ruhig. Die müsste ja sonst. Nächster Hinweis: aktiv 225. Die sind ja urweit weg, ey. Die sind, ach, in der Viehzucht. Holen wir uns einen Steak. Frisches, frisch geschlachtet. Na, ich glaube, frisch ist hier ja nichts mehr. Okay, Richtung? 255. Dann gehe ich mal baden.
No. Stell dir mal vor, man hätte, wenn man durchs Wasser gelaufen wäre oder ist, dass man dann immer noch dieses das Quietschen der Stiefel bekommen würde. Meinst du dieses Matschquietschen? Ja, das Matschquietschen. Ja, das wäre lustig. Ja, du. Eine Alice Farm wird geschossen. Aber nicht da, wo wir hin wollen. Rahmen. Hab Schokoladennuss irgendwie in den Hinterzähnen cremen. Jeder Ast, aber echte. Runde? Ah, die ist das aber mal extrem leise. Au! Was ist der Hint? Scheiß raus! Erfahrung. Hölpo. Du hast es zugemacht. Ah, ich konnte es durch die Wand sehen. Scheiß Hühner. Wie ist die Hase? Wie ist die Hase? Die Hühner. Mach doch mal einer Chicken Wings. Wo hast du irgendwas gefunden? Oder war das der Benny? Hinweis. Der Hinweis hat Benny. Und du hast ja, wir müssen zu den Schüssen. Okay. Ich gerade verhört, es hat gerade kurz so geklungen, als ob die Musik gespielt hat. Benny hört schon die Trompete in Tröten. Die Himmelstrompeten, der Untergang kommt. Ja. Das ist ein Handy. Die Fanfaren. Das wären dann die Hafen, ja. Oh, die sind wieder direkt nebeneinander, ne? Die beiden. Nee, oh Gott. Hä? Ja, Alter, welche Drogen hast du genommen? Ich hab's gerade auf der Karte gesehen, weil es genau in die Richtung auch ist, wo wir hin müssen. Aber. Du solltest deine Dampfe untersuchen, Mann. Ich hab nicht mehr das gute Zeug von Gnomi. Nee, von Stefan oder von Gnomi. Ich bin eigentlich immer mit Stefan Holz? Ja, ist immer noch Stefan Holz. Holz! Der gute Stefan. Blutung. Hast du dir den Blutpirk gekauft? Ja. Sehr schön. Hier ist ein Feuerzombie und Hühner und alles. Ja, hier in dem Stall ist der drin. Südwesten, West. 255. Geht ihr mal ruhig rein? Ja, aber ich habe ja kein Snipergewehr eigentlich, ne? Dann kannst du ja auch rausballern. Ich brauche Nahkampf. Ich muss hier nah ran. Geht immer ruhig dahin. Wir lassen ihn nah rankommen. Hier in dem Haus, in dem Schuppen hier? Ja, da drin. Ach, da eine weiter. Komm denn hier raus? Ich verstehe eigentlich die Ausgänge manchmal nicht. Wo sind denn hier die Ausgänge, echt, ey? Sag das doch mal jemand. Hier geht's ab. Oh Gott, das ist ja richtig beschissen. Hier. Was sagt? Ja, du hast hier noch ein Abteil. Ja. Das ist nicht geil, da ist ein Käfig, da könnt ihr nicht direkt beim Kämpfen abschießen. Oh, ich seh's.
Gibt's hier irgendwas zum Hauen? Ich hab's gerade auch schon, also ich hab nichts gefunden. Spieler sind hier recht nah, aber lasst euch nicht... Mal pingen, wenn du irgendwas schon hast. Na, sehen kann ich sie nicht. Am besten gar nicht. Die sollen denken, dass kein Treffer ist. Nachladen. Ich drücke immer die falsche Taste. Lauf hier vorbei. Ich werde das Fass explodieren lassen. Dreier Team hier bin ich. Jetzt hat er auch 100 Pro wieder eine Waffe. Da hinten? Verfolgt die. Achtung! Vorsicht, nix da, bei dir ist das Tor. Aus meiner Hinrichtung kommen drei Gegner. Also oh, hier kommt der. Wer hat das hingeworfen? Das Half-Lady-Zeug. Ist hier wirklich eine? Nee, hier kommt so ein Pass. Ja. Ach so. Wird wahrscheinlich aus Versehen jetzt Schrott gegangen sein. Oh, Spieler direkt hier! Hast du gesagt? Ja, aber warum stehen die Spieler jetzt an der Tür? Das hättest du auch mal sagen können, dass sie schon direkt an der Tür stehen. Drei Stück, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Ich keine Munition mehr. Für den Nahkampf. Die haben mir jetzt getötet. Von dem Verbauer noch welche. Rechts, links. Da ist der Bank bei dir. Mein Körper brennt. Da, wo das Feuer ist. Das ist auch der Spieler, weil der hatte gerade auch nicht geschickt. Ja, ich hab mich sogar angeguckt. Da, an der Tür. Fuck. Zwei Stück noch. Mann, ey, warum wechselt der das nicht? Ich versteh's manchmal nicht, ne? Immer, ob du mich hochheben kannst. Wow. Okay, mein Körper brennt wieder. Der kann sein, dass du gleich uns alle heben musst. Noch einer. Zwei. Der hebt jetzt seine Jungs auf. Boah, fuck, ich sehe nichts. Ach Mann, ey. Ah, das hat mich jetzt gerade aufgeregt, richtig, ey. Diese blöden Kackteile, ey. Ah, die alte, genau, die ich angeschossen habe. Die hat mich auch noch gekillt. Ich wollte locker da vorbeirennen an der Tür und wieder zum Runden und dann haben die mich beim Vorbeirennen erschossen. Ich hätte nichts mehr mit der Pistole machen können. Ich habe nur noch zwei Schuss gehabt. Alles in den Boss reingestopft. Mist. Ach nicht. Ich will das immer nehmen und drücke dann immer auf bereit. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Und dann noch das hier. Ah, Mist. Ah, es war auch alles die scheiß falsche Waffe dann für so einen Kampf im Nahen. Schadi. Ja, schade. Passiert. Oh, Mann.
Wer von euch hat eigentlich solche, sowas wie diese wie Auffangbatterien für Stromschläge, die ein Rechner bekommen kann? Nutzt ihr sowas? Das brauche ich tatsächlich. Ach so, du meinst jetzt für Blitzeinschläge oder was? Richtig. Oder wenn der Strom ausgeht, damit er nicht der Rechner direkt ausknallt, dass der Rechner aufrecht erhalten wird, noch für kurze Zeit, meistens 20 Minuten und dann. Ach so, du meinst eine USV? Ach Quatsch, doch nicht für privat. Krass, ne? Dass ihr das. Guck mal. Quatsch. Das ist bei mir lebenswichtig. Guck mal hier. Siehst du mein Stream? Ja, aber du benutzt das doch auch für beruflich, oder? Für meinen Rechner hier. Den ich hier gerade nutze. Ja, wieso? Siehst du meinen Stream? Gerade nicht, ne? Wenn bei Dex ein Gewitter ist, dann ist das halt ein richtiges Gewitter. Das Ding ist so schwer, pass auf. Das Ding ist 2 Jahre alt und ist tot. Ist vor ein paar Tagen zerfetzt. Weil bei mir ist. Also ich habe. Achtung, das ist jetzt ein Scherz, ne? Das heißt ja Gleichstrom. Bei uns gleich ist für ein Arsch, ey. Achtung, das war ein Scherz für Gleichstrom. Jetzt kommen irgendwelche ganz schlauen Meier und sagen, das heißt nicht Gleichstrom. Ich erkläre dir mal, was Gleichstrom ist. Wechselstrom, Gleichstrom. DC. Bei uns ist das immer am Schwanken. Immer. Du siehst es auch immer an den Glühbirnen bei uns. Die flackern manchmal. Und dann einfach mal so jetzt, wie letztes Mal auch im Stream. Da ist er übrigens kaputt gegangen. Wenn bei uns der Ort mal wieder voll ist mit Leuten und Tausenden von Klimaanlagen an ist, ja, dann lassen wir den Strom mal einfach ausfallen. Und dann geht er wieder an, dann geht er wieder aus. Dann geht er wieder an und dann geht er wieder aus. Und das ist das, was mein Rechner dann eigentlich so gesehen hat. Ich habe einmal eine Grafikkarte so verloren. Und dann habe ich mir diese Auffangbatterien gekauft. Diese wie heißen sie? USV, Unterstromversorgung. Unterbrechungsstromversorgung. Ja, du musst übrigens auf Bereit klicken noch. Nee. USV. Und das ist jetzt übrigens meine 4. USV, die ich habe. USV? Ehrlich? Die krass. Das ist ein großes Teil, weil da laufen ja jetzt mehrere Rechner mit dran. Das Teil kostet mich fast 240 Euro oder so. Das ist nicht groß. Also ich richte so eine Dinger normalerweise aus für Serverschränke und sowas. Mhm. Die Dinger, die wiegen einfach mal locker ihre 300 Kilo oder so. Ja, aber du redest jetzt gerade über was für... Großes. Ich rede ja über privat. Ich sag ja ganz genau, was ich dafür bezahlt habe und was da für eine, wie sagt man, Volt, Wattzahl da drin ist. Ich sag's dir sofort. Ist... mal eine Information bekommen. So, jetzt da. Das ist eine 1025 Watt, 2000 VA, weiß der Geier, was es ist. Und das hat mich jetzt 150 Euro gekostet. 145. Das wird mir richtig nerven, wenn zwischendurch einfach mal Strom weg, weil zu viele Leute benutzen. Andauernd. So zum Kotzen, ey. Und ohne die Teile, dann hast du mal ganz schnell mal einen Schaden an deinen Teilen. Ja, an deinem Teil. Das wäre richtig ärgerlich, wenn dann. Also wie gesagt, ich habe mir meine Grafikkarte gekauft. Oder was heißt, die Grafikkarte beim Rechner mit dabei. Und also die beim Zusammenbau. Und dann habe ich ich weiß nicht, ob das ein Stromschlag oder Blitz oder sowas war. Und dann war die Grafikkarte Frette. Also eigentlich schützt das Netzteil davor. Das hat einen eingebauten Schutz für Wechselspannung. Okay. Eigentlich. Wenn das aber zu hart ist, weil, keine Ahnung, bei euch gibt es ja wirklich ziemlich heftige Stürme, wenn da wirklich der Blitz so richtig fett reinknallt, ja, dann kann es auch sein, dass es das überstrapaziert. Ich bin mir nicht sicher, ob das Haus hier, das ist ein älteres Haus, ob das überhaupt einen Blitzableiter hat oder sowas. Oh, was hast du denn da? Ah, die Sprenglanze. Die ist gut. Oh, würde ich mal mitnehmen. Und Giftpfeile. Also einmal Richtung Südosten, ne? Ja. Ja. Fix sprach das Frühstück, da bin ich wieder. Welches Frühstück? Wollen wir irgendwann mal Spieler bekommen? Hallo? Hallo, Mr. Spieler, Sir. Ich habe von Legenden gelesen, wenn es zu lange dauert, hast du einen privaten Server. Ja. Glaube ich nicht. Übelst auf der Fred ist da.
Bla. Dass die halt, keine Ahnung, aber das sind denn da schon so 10, 15 Minuten Wartezeit, bis die Runde dann losgeht. Ich sag bla. Keine Ahnung. Das wäre also, geschenktes Bounty und sowas, glaube ich. Einmal habe ich ein Video gesehen, da hat wirklich einer die alle beiden Bosse gemacht, ohne einen Schuss zu machen. Mann, ey, der macht mich gerade fritte, ey. Das Wechseln der Waffe. Ach, leck mich doch mal, ich blute mir auch einen ab hier. Das Wechseln der Waffe macht er nicht. Du hast eine Flair gespielt. Ich hab hier so ein Teil gehabt, stimmt, das ist eine Leuchtpistole. Aber, ey, der wechselt auf das Messer nicht. Und das habe ich jetzt eben schon im einen Kampf schon gehabt. Scheiße. Mann. Kotze. Was ist das denn? Ich krieg den hier nicht her. Das war eine Leuchtpistole. Habe ich das auch das erste Mal geschossen. Die ist super gegen diese starke Panzer. Ach was? Okay. Wo ist denn das? Ist das noch eine tiefer, ne? Oder wo? Habt ihr das schon aufgesammelt, das Teil? Hä? Wo ist denn die Half-Lady? Das ist hier draußen. Die Half-Lady war oben auf dem Felsen. Ja, ich hab die auch mit meinem Bolzen abgeschossen, aber die ist nicht mehr da. Habt ihr das? Der Hint ist hier. Der ist hier draußen. Hä? What the heck? Wieso hab ich denn jetzt hier auch Zombies? Wo kommen die denn her? Ach ne, der hat links. Achtung. Zombie, der explodiert. Nee, okay. Muss sie bloß nicht in den Kopf stechen, sondern dann in die Brust oder so. Dann funktioniert das. Vorsicht, da unten ist ein Brenner. Ja, ich sehe es schon. Sag mal, wo hast du eigentlich, wo war das, der Hinweis? Wo habt ihr den her gehabt? Wir haben den noch gar nicht, der ist da vorne bei Harlem. Hey, wo hab ich den gerade eben den gesehen gehabt? Wir möchten nicht darüber reden. Hier gerade eine ziemlich unglückliche Auseinandersetzung mit zwei Zombies. Ja, ich ganz ehrlich, ich habe mich jetzt schon das. Ich bin jetzt das vierte Mal, habe ich mir meine weiß der Geier was alles gebrochen. Und schon das x-te Mal, dass ich jetzt hier irgendwelche Heilung nehmen muss. Ätzend, ey. 195. Fängt mich gut an. Diese Runde. Halt die Klappe. Kann ich mit denen springen? Kann auch, glaube ich, auch ja, einfach schlagen, ne? Ja. Mit der Waffe? Ja. Au! Gut gemacht! Ich dachte, ich gehe mal ganz kurz wieder heilen. Ich hatte gerade eben noch ein Heilpack gehabt. Du bist so ein Honk, Benny. Ich wollte mal testen. Und dann kommt Dex natürlich angerannt. Kann ich da nichts für. Vor allem mit der stärksten Waffe im Spiel. Ja, das passiert halt, wenn Dex aber da nicht dran. Bei der brauchst du nicht gedrückt halten. Da reicht einfach nur einmal linke Maustaste. Also wie auch, beim auch beim Spieler. Also wie beim Schwertmesser. Noch besser. Dex, kommst du? Ich meine auch, mit dem Schwermesser reicht auch bloß hoch. So. Was hat das wenn du mich jetzt haust. Was hat das denn? Sag mir mal, was das für eine. Warte, ich stell mal hier hin. Nicht mehr als ein Schwert bzw. ein Messer. Du musst schon. Also ungefähr Meter, bis so. Meter hast du Reichweite etwa. Also so ungefähr ist die Reichweite, okay. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Nee, ein bisschen. So. Ich habe einen Dex nicht mal gesehen, der ist erst, wo ich den gehört habe. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass ich natürlich mal in deiner Nähe war. Das Spiel machte manchmal sowieso manchmal ganz, ganz komische Treffer, Range-Zonen. Ja. Ja, das ist so dicker. Schweinepriester. Warum stellen die hier ein Klavier mit? Macht halt mal. Hab ihn. Der hätte mich verbuggt. Wie hat er mich denn da in die Ecke gedrängt? Er hat seinen Banz ausgenutzt, damit er rauskommt. Was ist das für einer? Der Dicke? Ja, das Schwein.
so ein ganz egal. Ich lock sie weg und du. Ja, schon fünf, sechs. Das sind zwei das Stück zwei. Übrigens. Warum sind das zwei? Na, hier geh ich nicht runter, ist alles voll. Ja, gib mal alles um HDF. Na los, los, geh. Kratz ihn auf. Ja, ja, wie denn? Da ist noch einer. Los. Ich nehme den mal jetzt mit. Auf Hänge fest. Ist der fucking da? Mein Gott. Voll wütend. Muss es den immer den anderen auch noch wegziehen? Ach, dann kommt wieder zu dir. Hä? Nee. Irgendwie ist das ein bisschen buggy, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass sie die ganze Zeit auf Benny rumhauen? Mhm. Hast du die Hühner aktiviert? Ja. So, müsstest jetzt können. Die kämpfen da hinten gegen Spinny. Du müsstest jetzt können. Ach so, du meinst. Sag doch, dass ich aufheben soll. Ich dachte, du meinst, du redest mit Benny. Also, er könnte jetzt kommen. Oder er könnte jetzt. Aua. Aua. Boah, ich bin gleich fritte hier. Nein, schon wieder. Ja, der kam dir hinterher. Ja, ich weiß. Oh, hier ist noch einer. Ah. Ey, was ist denn hier los, ey? Hier schießt. Das ist aber wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht mehr rauskam, wenn da zwei waren. So, Benny, jetzt hopp hopp. Voll verrückt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch ein bisschen buggy war, kann das sein? Und eine Mark für dich. Nö, ich bleib bei dir. Der war auch los. Dann mal los, ne? Jetzt mal spielen, oder? Ich würde nach da gehen. Ist eine Lady irgendwo, ne? Dann habe ich aber auch gerade meine Bestätigung bekommen. Der wechselt bei mir nicht auf das Messer. Ist die, glaube ich, das auf 4 lege? Hast du es auf der 3 zu legen? Ich habe es auf der 3. Jetzt sind wir auf der 3, jetzt aber auf der 4. Aber trotzdem, der wechselt das nicht. Du kannst zweimal drauf drücken. Der macht's nicht. Das ist voll komisch. Vorne drin, ne? Komisch. Nein, weiß der Teufel. Hier ist Geld. Okay, will ich mit der Springlanze arbeiten, mache ich nicht nochmal. Muss halt Nahkampf, muss halt rein und in die Fräse hauen. Hab ich aber, ja. Aber schieß nicht mit dem Explosionspfeil, das macht gar keinen Sinn im PvP. Wie sind wir alle hinterher geeiert? Ja, egal. Hauptsache da ankommen. Ich hab 100 HP, ja. Dann Kürbisse hauen. Ja. Wie war danach? Hey. Hört sich eher wie so ein Schädel einbrechen, ne? Spieler. Wo? Ping? Geht nicht. Tot. Bei mir läuft einer hier. Irgendwo läuft hier einer bei mir. Aber ich kann nicht sagen, wo. Aber er hat was geworfen. Ganz knapp hinter mir explodiert. Ja,
Ja, ist gerade irgendwas durch Glas, glaube ich. Ja, ich hab's gehört. Glaube Scheiße. Nicht, dass das ein Zombie war. Nee, glaube ich auch nicht. Ich zünd jetzt deinen Homie an. Oder auch nicht. Hier läuft irgendwas. Hinter dir, so gesehen, Benny. Vom roten Haus, so gesehen. Von der Scheune. Da läuft irgendjemand durch Matsch. Nee, ist ein Zombie da drin im Haus. Hier ist immer noch Bewegung, hier. Am roten Haus. Da oben. Mal? Kann ich grad nicht. Da an dem Fenster. Okay. Da hat's zugemacht. Haben die das Zeug geworfen? Die Flatterfische? Nee, das hab ich geworfen. Hast du jemanden gekillt? Ja, hier drin. Okay. Unter mir? Denkst du, ich bräuchte kurz Hilfe. Für was? Ich werd von Zombies verfolgt. Wieder jetzt draußen. Irgendwo hier. Ja, ich habe ihn gesehen. Hat auf mich gezielt. Hier ist er. Ah, er hat seinen Kumpel aufgehoben. Getroffen. Übrigens bin ich hier drinnen gerade alleine, ne? Ja, wir sind hier draußen am Kämpfen. Tür hier unten ist zu. Warte ich mal rauf. An der Häuserkante, Dex. Ist auf. Ihr könnt rein. Okay. Trophäe hochnehmen. Mist. Deren Homie liegt immer noch hier. Ich plündere den gerade mal. Die ist hier gerade auf dem Dach rumgerannt. Ah, die sind in westlicher Richtung. An die Porn. Ich versuche mal wieder rauszugehen und von der anderen Seite zu gucken. Das war eine Stachel drin. Dieses bescheuerte Glas. Was ist noch einer? Der hat einen aufgehoben, hast du gesagt, ne?
So, ich habe jetzt alle drei erledigt. Hast du sie jetzt alle drei tot, ja? Ja. Zumindest waren sie es bis eben gerade noch. Und ich hatte auch nur den einen gesehen. Ja, ich sehe nichts weiter. Hier ist ein Medic Pack, wenn ihr braucht. Versorgungskiste, also Medizin, sonst was Zeug ist alles hier oben. Richtung Ausgang. Gut gemacht. Wo ist denn der? Oh Gott, sind die beide weit weg. Keiner zu sehen. In der Nähe. Haben wir jetzt beide Trophäen? Ne, da liegt doch noch eine drin. Achso. So. Ne, ist er. Immer noch? Na dann, hopp, hopp. Ich hab keine. Wo ist das Teil? Da drin. Da drin. Muss reingehen. Noch rein, dann ist es. Also, ich hab jetzt keinen gesehen mit der Sicht. Keine weitere Nähe. Auf der Munition, ich hab eine Munitionskiste bei. Wo? Wusstest du dir eigentlich angezeigt? Benni, hast du eins genommen? Ich hab eins genommen. Ja, das andere habe ich doch schon längst. Ja, weil mir nur eins angezeigt wird. Dass wir nur eins haben. Das ist, weil das zweite ist das beim anderen Boss. Gehen wir nach Süden, ne? Südosten. Wieder so eine Ultra-Chaos-Runde. Und wer hat's gerichtet? Ich hab grad Pferd gehört. Ich hab gelernt, leg dich nie mit den Schweinemännern an, wenn du in engen Gängen bist. Ich kann immerhin sagen, ja. Ich hab was gelernt diese Runde. Das war auf jeden Fall eine lehrreiche Runde, ja. Ich wollte gerade sagen, Benni wollte sagen. Ich kam halt wirklich nicht mehr raus. Wäre ich weggekommen, wäre ich einfach weggerannt. Du wurdest weggetankt von dem Quarterback. Er hat sich mit seiner Wand bevor mich gestellt, der war vorbei. Ja, der war halt dann. Und es tut ja auch weh, wenn ihr eintrefft, ne? Ja. 50, glaube ich, habe mit einem Schlag. Also im Stehen bleiben. Stopp. Mir ist gerade ein Stück Schokolade auf meine Hose gefallen. Das geht nicht. No, nicht kann man heute machen. Darf ich, Benni? Ich habe Giftpfeile, könnt ihr abschießen. So, jetzt ich. Wenn die Runde läuft, werden sie übermütig, ne? Die wissen wenigstens, wo wir sind. Guck mal hier so. Guck mal, da wird er oben. Guck mal, wie schön ich das zeige. Oh, schön. Es leuchtet. Stern über Bethlehem. Den Aim, er läuft, da, Benni. Ah. Klack. Was? Warum du und ich nicht? Hä? Ha, ha, ha. Weil ich das Perk hab. Achso, okay. Kacke. Ich hab mir halt eine Lanze für Skill eingepackt, Sir. After Eight. Wie stehst du zu After Eight? Kriegst du selber um 8. Anal um 8 oder was? Der lebt doch nicht. Oh, lebt auch nicht mehr. Sah so aus. Oh. Alter Schwede, Wind. Oh, Mann. Oh, zweimal muss man anballern. Ah! Mach mal Flieg! Hab dich. Ausgerechnet den Lowbob. Ja, der hier bloß auf 100. Englatte! Ich wollte sagen, passiert nichts. Ich hab sogar irgendwas getroffen. Pferd, alle Pferde tot, wir kommen nicht mehr weg. Ah, das ist das Boot. Oh Gott, man macht mir Angst. David, guten Abend. Nix, ich hab was für dich. Aua! Okay.
Als er mich selbst mitvergiftet. Die schießen doch. Das sind Spieler, die schießen, ne? Oder hast du da irgend so einen Knallfrosch geschossen? Ach so, Mann. Ich glaube, diese Knallfrösche machen mir eher Angst als die Gegner. Sag mal, wie kann man eigentlich diese Toffifee essen rausholen, wenn die total darin geschmolzen sind? Das kriegt man ja gar nicht mehr raus. Und dann ist die Hackung an den Mund drücken und einfach aufsaugen. So ungefähr. Eigentlich von euch schon einer den neuen Dings-Film geguckt, Space Jam. Nee, ich weigere mich noch. Ich habe immer nur mal Bilder und dazu gesehen, das sieht halt irgendwie nicht so pralle aus, finde ich. Ich bin ja ein großer Fan von Michael Jordan. Ja. Und man sieht das ja vielleicht im Hintergrund, was ich da für ein T-Shirt habe. Space Jam 1. The Royal Ernest Jordan. Und dann kommen die mit dem zweiten Teil raus, naja. Das muss nicht. Ich hab jetzt mal getauscht. Die Sprenglanze ist nicht so meins. Echt jetzt? Ja. Gebe ich da immer noch einen Notfall? Doch, doch, Benny, ich sehe dich da. Was mit der Sprenglanze? Ja. Warum? Mich selbst in die Luft springen, oder? Ja. Suchen wir das einfach mal. Ja. Vielleicht. Auch nicht jetzt, das ist nicht so. Also als Nahkampfwaffe übelst cool. Kannst ja rumrennen, jeden Zombie so bam, bam, bam. Alles stirbt. Eine Runde mache ich noch. Was? Wie vor eigentlich? Es ist halb zwölf. Stehe ich mal nicht so an, ey. Hund und maximal Kinder. Jetzt noch zwei Runden. Dann. Aber morgen ist wieder, ab morgen ist wieder ruhig. Dann geht's kindmäßig wieder heimwärts. Und mach Dexter eine Runde Solo. Ich habe gerade Sachen im Kopf gehabt, die wollte ich dir jetzt nicht sagen. Ich lass das einfach mal sein. Lass mal das einfach so stehen. Wir lassen das einfach so stehen. In meinem Kopf bleibt das. Das ist keine gute Sache für dich. Ich find's aber lustig. Ich lache an ihm alleine. Zum Keller. In den Keller zum Lachen gehen. Oh, geh in den Keller. Sie Arsch. Ich sag das nachher, nach dem Stream. Ist, glaube ich, besser. Überleg's dir gut. Irgendwann gibt's noch eine Gamescom. Das macht ja nichts. Was kann ich nicht fühlen, wenn du nicht hinkommst? Scheiße, ich hab nicht nachge. Ah. Ja, ich hab. Ich hab nachgebaut. Mir sagt ja auch nichts, ey. Muss so sein, von sein aus du uns von. Warst du nicht eben der Pro, Super Bro, Pro Bro? Der alle Bro. Gekillt hat? Ja, genau das heißt. Ja, und dann kriegst du es nicht auf die Reihe, hier Dings zu machen. Ich bin hier zum gut aussehen und zum töten. Für was anderes werde ich nicht bezahlt. Ein Abhang runtergeschmissen. Jetzt kann ich wieder normal spielen, Leute. Ich habe endlich diese Nuss aus dieser hinter meinen Zähnen irgendwo da hinten rausgepult bekommen. Oh, das kenne ich. Das hasse ich wieder. Ich sitze da den halben Stream und fummel die ganze Zeit mit der Zunge so. Und willst ja nicht und dann, mit einem Zahnstocher oder so, weil mit einem Stream. Das Schlimmste ist immer, wenn du dann das Gefühl hast, oh, jetzt hast du sie und dann ist es doch wieder nicht. Und wenn du sie dann endlich raus hast. Oh, ja. XP. Ha! Oh, hier ist halt so ein Dicker. Willst du ihn nicht da begrüßen? Benny, sind deine Freunde. Deine neuen besten Freunde. Denn da gehst du doch ganz gerne mit kuscheln. Ja. Ihr habt doch gute Erfahrungen miteinander. Hier haben wir einen guten, coolen Fight gehabt. In der Nacht hier. In der Nacht bei Nebel. Und dann brannte das Tor. Und auf einmal kommen dann zwei oder drei Spieler. Ne, es war ein Zweier-Team, ne? Dex mit seinen Veteranengeschichten. Cool, cooler Fight war das, aber wir sind dann nachher beim zweiten Team, was dann kam, dann draufgegangen.
Geld. Mach dann noch da oben, ey. Natürlich. Musst du arbeiten dafür. Habt ihr? Ja, ich hab 45. Gut. 45 oder 3,45? 45. 3,45,7. Okay. Boah, die blutet hier noch aus, ey. Das sind ja Maden. Das ist ja krass. Das sind Sachen, die sollte man mal sehen. Du musst das ganze Spiel spielen. In Gänze, in voller Länge. Ganz schwarzen Humor, genau, Uli, ganz schwarz. So schwarz, der färbt schon auf die Füße ab. Da, das erinnert mich jedes Mal. Da gab es doch den Film Otto der aus Friese. Ja. Und dann sagt, schwarze Hand, schwarze Fuß, schwarzes Gesicht oder so ähnliches, wo er sich dann, wo er, glaube ich, schon einen Schwarzen getroffen hat, glaube ich, ne? Günther Kaufmann. Genau, Günther Kaufmann. War das, glaube ich. Super war richtig, ne? Günther Kaufmann war richtig. Oh, nee. Tu mir einen dicken, tschüss. Ich nehm, Alter. Nee, ich hab nur das Messer in der Hand gehabt. Deshalb, nee. Ich dachte, du hättest keinen Dingsbums. Nee, ich hab einen Schlagring, aber ich hab noch das Messer in der Hand gehabt. Damit würde ich jetzt nicht unbedingt schlagen. Ja, Günther Kaufmann ist ja so traurig, als er gestorben ist. Oh nein! Oh nein. Gut gemacht, Benny. Toll. Günther Kaufmann ist sogar in den Mord verwickelt gewesen, ne? Oh. Tim Allen war auch im Knast wegen Drogenhandels. Nee, er ist ja im Knast gegangen, ohne den Mord begangen zu haben. Für seine damalige Ex-Frau, Freundin, irgendwie, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, dann verkauft man ganz gerne Drogen. Oder wie war das? Ist der Gift denn wirklich? Ja. Ja, schön. Gift kommt gut, Feuer nicht. Ich hab einen Spaten. Das ist auch eine Waffe, Dex. Eine Axt. Ah, cool. Dankeschön. Der hat eine komplette Lache gelegt. Ist der unten? Ja. Da ist Himmel. Der kommt zu dir. Halif, kommst du hier runter? Kuckuck. Oh. Was jetzt hin? Do you have some time to talk about the Allvater? Das Gift wirkt immer noch ein bisschen nach. Kommen Sie hier raus. Ja! Alter! Der wollte, glaube ich, zu mir hin. Unbedingt! Aber leider musste ich den Film mit Otto relativ zeitig ausmachen, als ich den meinen Kindern zeigen wollte. Wegen der damals noch korrekten Wortwahl. Ja, es ist ja sowieso. Die Filme von damals waren eben. Ja, man hat Sachen einfach nicht so ernst, nicht so auf die Goldwaage gelegt. Ist recht. Ja, und das war's. Das Gift ist echt gut. Ja, nice. Das wird echt gut schauen. Oh, Mann. Echt Spinne und auch von der Seite. Hier alle irgendwie in Position und sowas da. Ich Falls wer Munition und braucht, ich hab Munition. Schüsse direkt aus hier. Südosten. Ja. Und läuft ihr durch den Matsch? Hier. Nee, da wo ich gepinkt habe, ist so eine Öllache, die in Flammen steht. Ja, hier läuft irgendwie unter mir jemand über. Durch Matschepratsche. Das kannst du, das wäre was hier und das kannst du gewesen sein, Benny. Läufst du gerade? Ja. Ja, das ist Benny. Ja. Ich guck nämlich direkt unter dich, da ist gerade nichts. Bei dir da irgendwo, Dex, da ist eine Bärenfalle. Oh, Raben, wo? Raben. Südosten.
Fallentechnisch. Da kommt einer. Ist ja aber echt wenig. Tot? Tot? Ja, Headshot. Nice. Na, was denn sonst, mein Freund? Jetzt erwarte ich aber auch was. Ruckel. Wer läuft unter mir? Ich, bist du das noch das bei mir? Das bin ich. Okay. Ich suche gerade immer noch Fallen, aber bist du... Bei Dex waren welche. Sag mal hier unten, hier sind so viele Eingänge. Am besten mal zumachen. Ah, das ist so super schwer zu verteidigen. Ja, sobald wir die Trophäe haben, sollten wir auch schnellstmöglich raus. Ja, ich hasse es hier dran. Ja. Es ist ein Wunder, dass wir gerade so gut hier noch drin sind. Das andere ist zum Glück relativ weit weg. Das heißt, wir haben da Ruhe. Ja. Können uns dann direkt nach Süden verpieseln. Dex kennt das ja. Jedes Mal Gefängnis und dann immer. Immer. Nur, wir sind letztes Mal. 50 Seiten irgendwie. Das stimmt, das war ja diese schöne Runde, die wir hatten, wo wir fast die ganze Karte aufgedeckt haben und dann sind wir nur an diesem Scheißteil vorbeigelaufen. Wir wollten gar nicht hierhin. Zack, waren da zwei Teams. Ja, und zack haben sie erstmal beim Vorbeilaufen den Benny gekillt, dann wollte ich ihn aufheben, dann haben sie mich gerusht und dann waren wir tot. Naja, passiert. Ja. Aber nice Schuss, Dex, nice Schuss. Merci beaucoup. Der wird aber nicht aufgehoben, was mich wundert. War es ein Solo vielleicht? Hat aber auch mal vorher die Krähen und so ausgelöst, also... Also ich lehne mich aber jetzt auch nicht so wirklich so über die Brüstung, dass ich mehr sehe. Weil umso mehr ich sehe, kann der Gegner auch mehr sehen. Fertig. Ich nehme eine Trophäe. Dex, willst du oder soll ich nehmen? Nee, nimm du ruhig. Okay. Bin auf dem Weg, Benny. Ich will so lange nicht aufstehen. Da unten. Die Richtung. Unten. Ist einer. Was? Spieler? Gegner. Ja, einer. Also da, wo Dex eigentlich hinguckt, in die Richtung. Aber keine Ahnung, wo der steht. Der kann auch da unten an dem Felsen sein oder so. Ah, der ist relativ weit unten. Der will seinen Mate holen. Der muss aber hier bei mir vorbei. Gut, wollen wir raus? Warte mal kurz. Kommt mal her. Könnt ihr sehen, dass er... Kommt zu mir. Da kommt er, oder? Nee. Nee. Dex, lass die übergehen. Komm her. Bevor noch ein Team kommt. Ich hab hier einen tollen Ausgang. Bevor noch ein Team kommt und wir sind dann wieder... Wie komm ich zu euch? Runter, Treppe runter. Runter. Ja, okay. Ah ja. Und dann einfach hier lang. Okay, hier ist sauber. Ich glaube, die sind froh, wenn die lebend hier rauskommen. Nachdem die sich so eine Kelle von Dex gefangen haben. Ein Raben? Okay. Auf was? Muss ich gleich mal machen. Ist das nicht hier, wo ich gerade geschossen habe? Nein, es war auf der anderen Seite. Richtung Osten, Südosten ist einer. Ich habe noch eine Sekunde. Ich habe noch vier. Geht ihr mit Trophäe extra her? Okay. Kennst du das Lieblingssong der T-Rex, Dex? Den Lieblingssong der T-Rex? Nein. Ja? If you're happy and you know it, clap your hands. Oh. T-Rex-Shaming. Irgendwie kommt das letzte Zeit ziemlich... Oh, da wird geschossen. Einfach weiter, einfach weiter. Das war, glaube ich, auch ein Schuss auf uns. Aber... Ja, die wollen uns einfach nur aufhalten. Voll weggelaufen aus einem Schlag. Ja, kenn ich. Der gleich da. Komisch, dass sie den alles Kollegen gut nicht aufgehoben haben. Ja, der ist... Da hinten ist er, wo ich gepinkt habe.
Weil der ist noch eine ganze Ecke hinter uns. Wir haben genug Zeit, uns da hinzustellen und der braucht locker noch. Sind wir schon fast raus, wenn der überhaupt ankommt. Ja. Was gurgelt hier noch? Ich muss mal noch mal was gucken bei Benny. Du musst mal ganz was ein bisschen näher kommen, kurz. Auf Tuchfühlung mit mir. Versteck dich, oder? Ich komme zu dir. Ich will mal was gucken. Ich hatte eben bei. Hab ich sie gehört. Die, oh nein, die schießen! Oh nein! Er ist da vorne den kleinen Berg runtergesprungen und hierher gerannt. Was er sich vorstellt, ey, gegen uns drei. War der alleine, oder was? Ja. Hm. Der hätte jetzt vielleicht einen down schießen können und danach wäre es aber auch vorbei gewesen. Aber ja. Ich kam bloß aufgegeben, das muss man anerkennen. Ja, das stimmt. Hallo Shinki, hallo Klein. War eine gute. Also, wir haben es mal geschafft im Gefängnis. Es wird ja immer besser, Leute. Jetzt ist wieder vorbei. Weil ich jetzt gehe. So. Gentlemen, das war mir ein Festessen. Aber wir haben gar nichts gegessen. Gute Nacht. Halif. Ja. Yeah. Dann sage ich dir erstmal Tschüssi. Tschüss mit Öss. Und guten Nächtle. Gute Nacht, viel Spaß noch, viel Erfolg, gute Jagd. Und sprengt euch nicht selbst in die Luft, ja? Nur ein bisschen. Gute Nacht, Jungs. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. User disconnected from your channel. Okay.